Nun, mit dem Streitwagen müssen wir hier wohl rüber. Es scheint ganz so. Die Sonne ist noch nicht untergegangen. Es liegt aber daran, dass ihr sie nicht sehen könnt. Aber es wird dunkler. Würde gerne Ein, mal. vielleicht sowas wie ein Nebel, der über euch liegt, unter euch. Ja. Kann ich mit Wettervorhersage irgendwie mehr dazu sagen? Ja. Doppel-Eins. Du bist der Meinung, dass das Wetter, das Totenwetter oder das Finsterlicht hier normal ist. Das wird sich auch nicht ändern. Die Sonne scheint in der Varonkai nicht. Das ist ähnlich, wie das in Yolgomak der Fall ist. Und es ist trotzdem, dafür, dass die Sonne nicht scheint, ist es trotzdem warm oder wärmer, als es sein sollte. Du bist der Meinung, dass es grob 18 Uhr ist. Wir dürften so gegen 18 Uhr haben. Bei diesem toten Wetter ist das schwer zu sagen. Naja, alles in allem eine gute Zeit, denke ich. Schwierig, schwierig. Vielleicht sollten wir auch erst einmal diesen Kristallstaub von unserer Kleidung abklopfen. Das erscheint mir sinnvoll. Prinzipiell wäre eine rituelle Reinigung an dieser Stelle vielleicht gar nicht verkehrt, wenn die Gewässer hier nicht verdorben sind. Das Dorf vor euch, wenn ihr mal runterspäht, sicherlich noch ein kleiner Abstieg. Mit eurem Wagen wird das vielleicht noch mal 20 Minuten dauern, bis ihr dann an der Stelle seid und dann irgendwo hier an dem südwestlichen Pfad oder Straße dann ankommt. Es ist nicht wirklich verlassen. Also vor allem die Zollburg ist auch besetzt, aber ihr könnt keine Untoten erkennen, zumindest keine offen herumlaufenden Untoten. Den einen oder anderen Minenarbeiter, der hier in der normalen, ja, Isarun erkennt das als torbosche Kleidung, ne? Wie läuft man eben so rum? Man könnte auch ein paar Hühner erkennen, die hier rumlaufen, auf offener Straße, vor allem dann auch im Südwesten, also von der Straße, wo ihr kommt. Da laufen also ein paar Hühner herum. Euch fällt aber auch auf, dass es und auch der Hühnerstall ist sehr verschlagen. Die Fenster sind verbrettert und auch die Türen wurden verstärkt. Ich befürchte, wir müssten noch heute die Brücke passieren, sonst werden unsere Verfolger uns einholen. Ja, das macht Sinn. Und ich bin. Vielleicht können wir irgendwo in diesem Dorf einen Karren erwerben. Und ich befürchte, dass ich vermutlich nicht die richtige Person bin, um das Gespräch mit den vermutlichen Torwachen zu führen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Wir verstehen durchaus. Vielleicht sollten Abelmir und ich einfach gehen. Ich meine, er ist ein Schwarzmagier, was wird man hier häufiger Was sehen? wollt ihr denn damit sagen? Naja, dass ihr am unauffälligsten seid hier in diesem Landstrich. Ich meine, Isarun als, ja, altes Licht. Ah, ich verstehe, was ihr meint, aber ich kann eure Gedanken nachvollziehen. Aber gut. Ich werde mich dann still auf den Wagen setzen. Das haben wir doch so vereinbart, richtig? Die, wie ihr sagt, das ist besser. Das habe ich befürchtet. Vielleicht wäre es aber jetzt schon eine gute Gelegenheit, unsere Kleidung oder Verkleidung anzulegen, oder? Zumindest können dann, wenn die Leute aus der Mine dort oben hier runterkommen und nach uns fragen, na gut, ich weiß nicht, ist es gut? Abelmir, was haltet ihr davon, wenn ihr gemeinsam mit Boltax alleine nach unten geht und so etwas wie Schnüre mitbringt, damit wir Eldern fesseln können? Ihr meint Ihro Gnaden Gorbas hat Zeit. Einen Gefangenen? Hm, das könnte funktionieren. Sie sollen ihn nach Wahrung bringen. Zum Drachen. Wo auch immerhin wir ihn bringen, das hat keiner nachzufragen, aber auf alle Fälle haben wir jemanden und. Das könnte funktionieren. Nachfragen dulden wir halt nicht, aber zumindest brauchen wir irgendetwas, damit wir mit Eltern an dieser Zollbrücke vorbeikommen. Meine Idee, ich weiß nicht, ob das mit eurer Prinzipientreue einhergeht, Eltern. Bin natürlich äußerst unzufrieden mit dieser Situation, würde mich dieser aber unterwerfen, sollte das sich für notwendig erhalten. Seht es mal so, ihr lügt ja nicht aktiv und es ist eine fächsische List, also. Ich bin dann ja gefesselt und kann euch danach auf eure Fehler hinweisen. Ja, wollen wir ihn vielleicht auch gleich In noch der Tat. knebeln?
Wir können ihm noch was Wachs in die Ohren träufeln. Und das wäre auch eine gute Idee. Also wenn ihr damit einverstanden seid, Eldan. Einverstanden ist ein sehr weites Wort. Ich erkenne den Nutzen. Wunderbar. Das war ein Ja, nicht wahr? Das war ein Ja. So. Sehr schön. Nun dann. Wir können Abelmir und Boltax weiter in Richtung des Tales gehen oder dieser Sperre, die dann da vor euch aufragt. Das Rauschen des Flusses wird etwas lauter. Vor allem könnt ihr dann hier auch so ein bisschen Schnee noch sehen, Schneeschmelzer, der dann von den Trollsacken hinunterfließt. Und dann betretet ihr das Dorf. Direkt vor euch auf der rechten Seite befindet sich dann, hier steht zumindest drauf, so ein kleines hölzernes Schild, Minenkapitänen. Aber das Haus sieht verlassen aus. Alles verrammelt, verriegelt, verstärkte Türen, sowohl von der Außenseite als auch von der Innenseite mit dicken Holzbrettern verkleidet. Gibt wohl auch einige Kratzer, die an dem Holz zu erkennen sind, als ob da irgendjemand mit langen Fingernägeln drüber geschabt hätte. Die sind wohl nicht auf Gäste eingerichtet, so wie es aussieht. Naja, oder auf Gäste, die schwieriger sind. In der Tat. Nun, lass uns gucken in den Häusern, ob wir irgendwas finden. Wenn ihr euch an der Straße so ein bisschen orientiert, könnt ihr wohl vor euch so ein schwankendes, quietschendes Schild sehen, was euch dann wohl zum Gasthaus weist. Und davor auf einer Bank könnt ihr erkennen, wie da zwei kleine Kinder, sicherlich 12, 13 Jahre alt, auf euch der Bank sitzen und rumknutschen. Ich würde mal so hinschreiten, als würde ich das alles Recht der Welt besitzen, durch diesen Ort zu wandern. Völlig von mir überzeugt. Und diese Kinder vielleicht gar nicht beachten, auch irgendwie auf dieses Wirtshaus zu gehen. Ja, würfel mal eine Überzeugenprobe. Bin völlig von mir überzeugt und habe alles Recht der Welt auf meiner Seite. Hast du Kultur in der Schwarzen Lande? Nein. Ich meine, haben wir nicht wollen. Nein. Wolltest du? Ich gehe einfach, wie ich immer gehe. Also, ich bin ja von mir überzeugt. Ja, du kannst trotzdem mal eine Überzeugenprobe würfeln. Ach so, klar. Immerhin gehst du jetzt direkt und offen auf nekromantische Häuser zu, beziehungsweise die im Reiche von Rassasor sich befinden. Also Drachenanbeter. Du hast keinen... Ich habe keinen entsprechenden Nachteil. Keine Drachenangst oder sowas, ja. Nee. Ja, ihr könnt auf sie zugehen und bevor ihr dann die Tür aufstoßt, schaut euch der Junge an, wischt sich nochmal durch seine zerwuschelten Haare. Was tut ihr hier? Scheint wohl auch keine Angst vor dir zu haben. Ich gucke ihn von oben herab an. Was fragt ihr? Was fragst du besser gesagt, Jungspund? Ihr wollt in meine scheiß Taverne gehen. Wer bist du? Ein Fenef. Das ist Gulja. Und ich frage euch nochmal, was ihr in meiner Taverne wollt. Wir benötigen einige Sachen. Und ihr werdet mir die aushändigen. Wenn du bitte sagst. Und wenn ich nicht bitte sage? Er zieht einen Dolch. Das war eine dumme Idee, mein Kleiner. Ich ziehe meine Augenbraue hoch. Julia zieht auch einen Dolch. Ich ziehe meine zweite Augenbraue hoch. Aber mir. Willst du? Entweder ihr benehmt euch ein bisschen und sagt mir, was ihr in meiner Taverne wollt und warum ihr euch so aufführt, oder aber wir müssen die Gule holen. Ich habe es doch schon gesagt, ich will Bier. Ist das so schwer zu verstehen? Ich bin ein Zwerg, ich will Bier. Ich spreche mit dem Dicken. Ach so, ja gut. Wir benötigen einige Sachen. Wir zahlen dafür. Gut. Ist gerade ein bisschen teurer geworden. Was wollt ihr denn haben? Wir haben Eier, wir haben Wasserrausch. Seile. Na, Seile könnt ihr auch haben. Und vergiss das Bier nicht. Braucht ihr Holz? Nein. Gut, dann kommt mal mit rein. Ja, er geht an euch vorbei. Den Dolch hätte er wohl immer noch gezogen. Golia schaut euch weiter an. Immer noch mit dem Dolch in der Hand, kneift ihre Augen ein bisschen zu.
und folgt euch dann so ein bisschen, wenn ihr die Taverne betreten habt. Der junge Fenef stößt die Tür auf, also tritt sie fast auf und könnt dann eine sehr staubige Stube erkennen. Einige zerbrochene, heruntergetretene, ehemaliges Mobiliar. Auch einiges an Blut, altes Bier, was auf dem Boden noch klebt. Und der tritt dann hinter die Taverne, verschwindet dann wohl hinter so einer Küchenzeile. Könnt ihr ihn wohl nicht ganz erkennen und fängt dann an rumzukramen. Die Frau ist noch mit uns im Raum? Ist hinter euch reingekommen. Frau ist zu viel gesagt, 12-jähriges Mädchen. Gut. Ich werfe Boltax eine hochgezogene Augenbraue zu. Meine beiden Augenbrauen sind immer noch hochgezogen, aber ich sage halt nichts weiter. Junge Dame. Ja? Wir wurden einander ja jetzt vorgestellt und so weiter und so fort. Könnt ihr uns vielleicht etwas über diese wunderbare Gaststube sagen? Ja klar, kann ich machen. Also, wisst ihr, wo ihr seid? In den Bergen. Ich bin ein Zwerg aus den Bergen. Wo kommt ihr denn her? Ich war die letzten 50 Jahre in den Bergen und habe in Höhlen gelebt. Und also kommt ihr aus der alten Wacht? Wir sind dann hier bei Wassertälern. Wollt ihr weiter nach Grabenhofen? Guck aber mir an. Drachen. Und letztlich wollen wir zu Drachen, ja. Zu welchem? Es gibt nur einen. Hier meint den Großen? Ja. Von dem weiß ich nichts. Wir bezahlen unsere Steuern zumindest für Lucardus, der sitzt in Altzoll. Ja. Also wollt ihr nach Altzoll? Letztlich ja, genau. Von da aus glaube ich nach Warung, aber da war ich noch nie. Richtig. Währenddessen könnt ihr sehen, wie der Junge gerade so zwei, drei blutige Binden und Fesseln auf den Tresen liegt und dann wieder nach drinnen geht. Nun, was wollt ihr für dieses Zeug haben? Na, die Preise sind wie gesagt gerade gestiegen, hat Fenef gesagt, also... Sie schaut dich wieder mürrisch an, zieht die Augenbrauen zusammen. 5 Eisentaler. Ja, wenn wir, dann gib ihm die 5 Eisentaler. Was wollt ihr denn noch haben? Bier. Bier. Ja, dann nochmal 3 Eisentaler. Aber mir, gib ihm die 3 Eisentaler. Ja, ihr nehmt ein Silber. Habt Silber? Sie beißt einmal drauf. Knackt so ein bisschen, werden wahrscheinlich ihre Zähne sein. Dir fällt auch auf, dass sie sehr schlecht, sie hat eine schlechte Zahnhygiene. Ihr Zahnfleisch ist so ein bisschen schwärzlich, gerade wenn du sie so ein bisschen weiter anguckst und betrachtest. Du kannst auch sehen, dass ihre Augen so ein bisschen eine merkwürdige Farbe aufweisen, so ein bisschen eitergelb, würdest du sagen, ein bisschen Blut unterlaufen, viele rote Linien in ihren Augen. Kann ich es irgendwie zuordnen? Kannst mal auf... Ich überlege gerade, was man da würfelt. Krankheiten? Heilkunde? Heilkunde, Krankheiten. Ja, finde ich eine gute Idee. Sehe ich das auch? Ja, also wenn ihr euch sie jetzt nochmal mustert. Der Junge kommt gerade wieder, stellt dir dann auch ein Bier mit wenig Schaum hin und guckt dich an. Was war das noch? Ein paar Informationen. Ja. Der Brückenwart hier. Wie ist der drauf? Das ist ein Brückenvögt denn? Birgit Butanjew. Nun, wie ist sie drauf? Gut gelaunt heute? Ja, normalerweise gut gelaunt. Immerhin, ich weiß nicht, was mit den anderen ist, aber wir haben gute Handelswaren. Zumindest mehr als die anderen. Grabenhofen läuft nicht so gut und Tiefental auch nicht. Bergenbach nicht, Deißler nicht. Bei Eggenfeld ist aber gut. Dimsung auch. Nun. Also, wir haben hier unseren Händler, der hat wie gesagt unten am Fluss, da züchtet der Wasserrausch oder so. Da kennen wir uns aber nicht aus. Wir dürfen da nicht mitmachen. Seitdem die Mine nicht mehr läuft. Naja, und Fangris erstattet dann Bericht und treibt den Zoll ein für Lucardus. Schaut wohl alle, einmal im Jahr schaut er hier vorbei. Nun gut. Wisst ihr den aktuellen Brückenzoll? Ich glaube einen halben Silber oder so. Wobei, aber für uns nicht.
Naja, ihr müsst ja hier auch arbeiten, nicht wahr? Ihr müsst ja eure Taverne betreiben. Hm? Richtig, also für die Wassertäler zählt das nicht. Ah, das macht durchaus Sinn. Aber für euch sicherlich. Naja, das ist ja auch in Ordnung. Aber jung, ihr könnt wohl erkennen, wie gesagt, zauseliges Haar, teilweise auch so ein bisschen büschlich ausgefallen, möchtest du meinen? Junge, du wirkst irgendwie ein bisschen kränklich. Jetzt zieht's an durch. Ah, raus. Trink dein scheiß Bier. Jetzt entspann dich. Ich will dir nichts Böses. Ist das bei allen hier so? Dass wir so krank aussehen? Ja. Kommt drauf an. Worauf? Wo wir wohnen. Aha. Und wie reich wir sind. Naja, daran lässt sich sicherlich arbeiten, nicht wahr? Ich denke, aber mir mal zu. Also, wenn du ein bisschen mehr erzählst, dann könntest du auch ein bisschen reicher werden. Er funkelt dich an. Du merkst wohl, wie er sowas wie dich versucht einzuschätzen. Gut, du bist ein Zwerg, aber du musst ein reicher Zwerg sein, wenn du 50 Jahre in den Bergen gewohnt hast. 5 Silbertaler. Abel mir bezahlt den Jungen. Ja, ich werfe nochmal 5 Silbertaler auf den Tresen. Wir sind mit den Gulen verwandt. Aha. Wir wohnen oben in der Mine. Das ist ja interessant. Und wenn wir alt sind, dann dürfen wir uns dem Ghoul-König anschließen. Dem Ghoul-König? Wie ist der so? Weiß ich nicht, habe ihn noch nie gesehen. Aha. Nur die Ghule. Und wann kommen die Ghule immer raus? Oder seht ihr die auch nur selten? Ja, meistens, wenn es dunkel ist. Aha. Naja. Früher waren die auch mitten am Tag da, aber... Ja, und dann, als das Totenlicht und das Totenwetter ja einherzog, dann ja, können sie auch tagsüber rumlaufen. Ja, ich habe davon gehört, ja. Aber meistens werden sie dann nur gerufen, wenn die Brückenvögtin dann irgendwas braucht. Also die Brückenvögtin hat Kontrolle über die Kuhle. Ja. Interessant. Interessant. Nun, wollen wir weiter... Ja, ich denke auch, wir müssen weiterreisen. Junge Dame, ihr habt euch einen ganz fantastischen jungen Mann ausgesucht. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, sie funkelt dich wieder an und steckt dann auch ihren Dolch weg. Der Junge, ja, also ihr seid wohl auch der Meinung, dass er mit den kralligen Händen, die er hat, braucht er vielleicht gar keinen Dolch. Aber auch er steckt mittlerweile seinen Dolch wieder ein. Und dann könnt ihr wieder die Taverne verlassen, beziehungsweise diesen Schandfleck wirklich übernachten, glaube ich. Wollt ihr hier nicht, wie gesagt, mit dem Blut auf den zerbrochenen Tavernengegenständen, also Hölzer, Stühle, Tische. Boldax, ihr habt nicht wirklich dieses Bier getrunken. Nein, ich hab nur so getan. Ach Gott, wer weiß, was so drin ist. Als der Kuhle gesagt hatte, ist mir spontan die Lust auf Bier vergangen. Das will schon was heißen. Mag Bier eigentlich sehr gerne. Guckt euch nur diese Lumpen an. Widerlich. Die riechen, als hätten sie Tote darin eingewickelt. Ja, wenn sie von Kuhlen abstammen, sind sie vielleicht selbst. Also kommt der Geruch aus ihnen und nicht aus den Lumpen. Und die Straße wieder nach Südwesten hinuntergehen, beziehungsweise den Berg hinauf, und nach 10 Minuten trefft ihr bereits auf die anderen, die sich auch wieder herangetraut haben, damit ihr dann nicht mehr die ganzen 20 Minuten gehen müsst, und könnt dann dort wieder auf Iseron, Eldan, Kiaras und Jalan treffen. Und das Savo. Nun, wir haben ein paar Informationen. Diese Stadt ist wohl verlassen, bis auf 2 kleine Kinder. Heranwachsende. Also ein Tavernenwirt und seine Freundin. Naja, Wirt würde ich das nicht nennen. Er hat mir Bier gebracht, auch wenn das Bier, naja, ein Bier war, mehr oder weniger. Aber das ist ja egal. Ich habe es auch nicht getrunken. Was für ein Bier? Naja, sie haben gesagt, sie sind mit Ghoulen verwandt. Also würde ich sagen, das ist Ghoul-Gebräu. Ich fürchte, diese Kinder haben sich irgendwie angesteckt. Die hatten so merkwürdige Linien in ihren Pupillen. Es kann wohl nicht mehr lange dauern. Ja, und irgendjemand züchtet hier wohl Wasserrausch. Der Brückenzoll beträgt einen halben Silbertaler pro Bein.
Ja, aber wir haben ja diesen wunderbaren Stein, den Eldar mit aus der Mine genommen hat. War? Ich denke, damit können wir den Brückenzoll ohne Probleme bezahlen. Das war sehr, sehr weise von euch, Eldar. Seid ihr des Wahnsinns? Der Stein begleitet mich natürlich bis nach Gareth wieder zurück. Guck Abelmir und Isarun mal so an, dass ich zwinkern kann. Zwinkern und dann so, natürlich, natürlich, der begleitet euch bis nach Gareth. Ich hab mir schon überlegt, was ich mir daraus gießen lasse. Ich habe erst an ein Teeset gedacht, aber dann habe ich gedacht, eine kleine Zigarrenbox. Oh ja, das würde sicherlich viel hermachen. Nun, bevor ihr in Vorfreude schwelgt, dies sind die Lumpen, in die wir euch fesseln müssen. Sie sind etwas, nun ja, gewöhnungsbedürftig. Ist das Blut? Ich fürchte ja. Ja, vor allem ist es auch eiter. Eltern, bist du eitel oder so? Ich bin verwöhnt, mein Junge. Ja, dann nehmen wir doch mal verwöhnt. Ich bin aber auch eitel. Weißt du was, dann würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe Schwert um Eitelkeit und um verwöhnt. Achso, ich hab sie jetzt beide einzeln. Nee, wir machen das in Summe. Plus 16. Schauen wir mal. Probe an sich ist ganz gut, aber deine Werte. Na gut, THW9 ist auch schon ganz nett, aber. Ich muss euch leider informieren, dass ich das nicht anziehen will. Ich habe durchaus verstehen. Können wir das nicht wenigstens abwaschen? Könnt ihr das nicht abwaschen? Ich fasse das nicht an. Ja, Eldar, gebt einmal her die Lumpen. Geht es einmal folgendermaßen. Entweder Abelmir wird das jetzt mit einem Zauber abwaschen, oder wir fesseln euch mit diesen Lumpen, die nicht verzaubert sind. Wählt weise. Wieso ist es überhaupt nötig, dass ich diese Lumpen trage? Weil ihr unser Gefangener seid. Und ich kann nicht euer Gefangener sein, wenn ich normale Kleidung trage? Weil dann ist ja der Unterschied nicht erkennbar, dass ihr kein Gefangener seid. Ist doch ganz logisch. Aber es ist nicht viel sinnvoller, mich als Gefangenen zu präsentieren, wenn ich als Praios-Geweihter zu erkennen bin. Ja, das meinte ich ja, aber wir fesseln euch in diese blutigen Lumpen. Die brauchen wir ja als Fesseln. Isarun, der Gestank, der von den Lumpen ausgeht, erinnert dich wieder an das Feldlazarett, auf dem du gelegen hast, nachdem die Schlacht... Die Dämonenschlacht vor den Toren der Trollzacken dann zu Ende war. Als du dann tagelang in diesem Lazarett lagst und eben dir Beine amputiert worden sind und Arme und andere Gliedmaßen, weil sie einfach nicht mehr gerettet werden konnten. So ein süßliches Aroma, was sich ausbreitet von diesen Fesseln. Ja, aber mir wasch das mal bitte sehr schnell, mir wird schlecht. Gib doch einmal her die Fesseln. Kannst auch sehen, wie Isaruns Hände zittern. Also ich würde es vorziehen, wenn ihr mir beide Arme brecht, anstatt dass ich das anziehe. Ja gut, das kriegen wir auch hin. Ich denke, wir können euch danach mittels Magie wieder heilen. Das ist natürlich auszuschließen. Ich werde diese Bandagen säubern. Gibt einmal her. Immer muss eine Extrapost für ihn gemacht werden. Ah. Ich sehe immer noch nicht die Not, diese Lumpen zu tragen. Diese Runde zittert ja. Widerstrebt euch der Gedanke, dass wir einen Preisgeweihten fesseln so sehr? Nein, das geht nicht darum. Aber, Also merkt ihr nicht, wie diese Lumpen riechen? Ja, die stinken schon. Ich wusste gar nicht, dass ihr so eine feine Nase habt. Naja, also manchmal schon. Ihr seid ja ein wenig grün im Gesicht. Ja, vielleicht sollte ich einmal ein paar Schritte gehen und vielleicht sollte ich einmal an dieser Pflanze da oder so riechen. Vielleicht riecht die nach irgendwas anderem. Vielleicht bringt mich das auf andere Gedanken. Denkt ihr, das geht? Ich probiere es einfach mal. Wartet. Nicht irgendwie an irgendeiner Pflanze, die hier wächst, riechen. Das könnte gefährlich sein. Ich gucke mir die Pflanze mal an, was das für eine denn ist. Ja, Pflanzenkunde läuft. Das ist eine... hochgiftiges Wirselkraut, Boltax. Oh, Wirselkraut. Da solltet ihr nicht dran riechen. Das ist giftig. Nehmt doch lieber diese Blume da hinten. Ich denke, die ist besser zum dran riechen. Wenn ihr möchtet, ihr könntet natürlich an mein Ölfarben. Die haben einen ausgezeichneten Duft. Ich beruhige diese immer sehr.
Wartet mal, vielleicht habe ich auch doch irgendwo ein paar getrocknete Kräuter, Blatt. Mal schauen. Ich gehe da drüben einfach zu dieser hübschen Blume hin und aber mir wäscht das alles und wenn ich wiederkomme, geht's mir bestimmt auch schon wieder besser. Na gut. Oh, ich habe auch kein Ölenblatt mehr. Wir sollten Ölenblatt kaufen, wenn wir welches sehen. Das macht meine Tarnung als Geode sicherlich noch glaubwürdiger, so als Eisgeode, der so ein bisschen, naja. Ach, ihr versteht sicherlich. Ja, ich würde über diese Bandagen streichen und dann rufen: Asgard, Magot, Tamash. Und diese Eiterspuren verhärten sich, verkrusten sich und lösen sich in einem leichten Wind und verstreuen sich in die Landschaft und es fällt wie Asche zu Boden. Sauber, aber naja, der Geruch ist wahrscheinlich so ein bisschen noch da, vermutlich. Den Geruch kriegst du dann nur mit einem weiteren Zauber weg, ne? Ja, eigentlich wird komplett gereinigt sozusagen, aber... Ja, doch, also lasst schon, ja klar, wenn du unser Perfekter ansagst. Nun, wie viel ASP kostet das? Es kostet 5 ASP. Für eine komplette Selbstreinigung, einer Ersatzkleidung. Nun, hier, das ist das Beste, was ich tun kann. Darüber sprechen wir noch einmal mehr. Ausführlich. Nun gut. Oh, euer Sauberzauber ist ja fantastisch. Ja, er hat mir schon oft gute Dienste geleistet in vergleichbaren Situationen. Nun, Isarun, ihr kennt euch doch aus mit Fesseln, nicht wahr? Was? Wieso denn das? Nun, ich dachte mir, ihr seid Tobrian, aber naja, gut. Es war nur eine Idee. Aber ihr habt ja wirklich überhaupt keine Ahnung von Tobrian. Ich bin entsetzt. Das ist richtig. Also ihr habt keine Ahnung von Fesseln. Nein. Na gut, dann schau ich einmal. Gebt her, ich kann einen ordentlichen Knoten machen. Hier, nehmt. Ja, ich würde die halt versuchen, Eldan festzuschnüren, wenn er mich denn lässt. Ja. Gut. Ich muss allerdings noch feststellen, dass es äußerst unglaubwürdig ist, wenn ich unverletzt bin. Also mit der Probe schaffe ich es ohnehin nicht, dich gescheit zu fesseln. Oder ich fessel dich so gut, dass ich es nicht mehr aufkriege. Ja, genau, das ist es. Also normalerweise kannst du so selbstlösende Knoten, kannst du dann auch knüpfen, aber in dem Fall ist dann die Fesselnprobe von Eldan einfach um 10 Punkte erschwert. Was halt auch nicht gut ist. Aber in dem Fall funktioniert das definitiv. Ja, so fest zugezogen, schnürt er so ein bisschen das Blut in den Händen ab. Werden sicherlich irgendwann weiß anlaufen. Aber tut schon gut weh. So, dass es... wackelt und hat Luft. Ha. Ein guter zwergischer Knoten. So. Also, dann mal los, nicht wahr? Wir müssen immer noch dafür sorgen, dass ich verletzt bin. Ach so. Rafim ist nicht da. Der passende dafür, um euch eine reinzuzimmern.